Schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zum. Muss ich hier rübersehen, gehen, dass man mich gut sieht. Sonst verschwinde ich hier hinter dem Vorschaubild. Das könnte ich eigentlich auch mal wegmachen, oder? Nee, passt schon. Willkommen zurück zu dem Wächter des Chaos. Wächter des Abgrunds. Irgendwie so. Also, ich habe ein bisschen überlegt. Ringe habe ich halt noch keine. Doch, warte, ich habe Ringe. Verstärkt Wunder. Wunder habe ich nicht. Verkürzt Zauberwirkzeit habe ich nicht. Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Brauche ich nicht. So, was habe ich denn sonst noch so an Stuff? Glut, ja, okay, da bin ich dann. Abgrundaufpasser, genau. Ach, guck mal hier, ich habe noch eine Estusscherbe. Lol. Wait. Er erhöht die Verwendungen. Okay, dann, ja, den werde ich gleich mal benutzen auch. Werde ich noch machen. Sicherlich ohne Nutzen. Abfall. Knochen von Loretta, alter menschlicher Knochen mit mehreren Löchern. Ein weiblicher Leichnam ist in der Untotensiedlung gefunden worden, der diesen Knochen festhielt. Ihr Name war Loretta. Ich frage mich, ob ich irgendwas habe, womit ich den Flakon verbessern kann und vielleicht irgendetwas, womit ich diese Phantome abhalten kann, mich anzugreifen, dass die nur auf ihn gehen, aber. Man erinnert sich der untoten Legion von Pharon dafür, dass sie diese in Wassernähe gedeihende Einjahrespflanze nutzten, um mit ganzer Seele ihre mächtigen Schwerter zu schwingen. Okay. Gut, auf jeden Fall mal eben zu André. Mach mir mal meinen Flakon besser. So, dann haben wir schon mal da einen. So, dann haben wir da. Wie? Ich habe immer noch sechs. Sechs ist das Maximum. Dann habe ich das jetzt. Dann habe ich schon zwei davon wahrscheinlich umsonst vergeben. Und ich kann ja nur diesen anderen Flakon jetzt noch. Oder was? Oder wie? Nee, sieben. Bestätigen. Aber hier habe ich jetzt nur sechs. Das ist ja mies. Voll die miese Nummer. Junge, was verkaufst du nochmal? Wahre Stärke entfalten. Then shall we begin? Bearer of the dark sign. Ach so. Hä? Warum kann ich bei dem jetzt nochmal leveln? Warum kann ich bei dem jetzt nochmal leveln? Verstehe ich nicht. Bisschen mehr Kondition, ja, warum nicht? Gegenstand kaufen. Ja, der verkauft Zauber, aber ich habe keine Zauberslots. Also
Be safe. Hören. Ihr wisst schon. Warte, war da hinten noch einer? Ich glaube, ich hatte noch einen, ne? Ich glaube, den hatte ich auch schon gefunden, oder? Nee. Es ist aber auch schon eine wilde Höhle, in der die hier leben, ey. Hier den ganzen Tag rumzugammeln? Nee. Rumsitzen und nichts tun und darauf warten, dass ich hier reinkomme. Hi, bist du immer noch so deprimiert? What a sick joke. Asking us to seek the Lord. Okay. Bestimmt cozy. Ja, weiß ich nicht. Ja, wobei die ganzen Kerzen, wenn die so lange brennen, bestimmt auch eine gewisse Temperatur hier und die Fackeln. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so kalt, wie es aussieht. Also die Zwinglinge, die spawnen ja nach Zeit und nicht nach Damage, die er hat, sondern die spawnen nach Zeit. Und immer der zweite greift ihn an, der erste greift mich an. Ja, ja, ist gut. Nee. Ich will doch den anvisieren. Ah, ist der falsche. Oh Gott, ich bin... Das ist wieder so chaotisch hier. Oh Mann. Ich habe auch nichts, was irgendwie mir jetzt sagen würde, hey. War irgendwas anders, als ich die Stärke der Flamme erhalten hatte? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Gifteffekt. Ich könnte mich verwandeln, um in die Umgebung einzufügen. Ich könnte mich hinstellen und hoffen, dass er mich nicht sieht. Oh. Oh Gott. Warte mal. Ich habe so viele Titanitscherben. Hohe Wunder von Karim lernen. Gefüllt mit der Ansammlung des Fluchs. Davon habe ich zwei? Ein schwarzes, klaffendes Loch im Fleisch. Im Fleisch, das aus dem Mal der Toten gleitet. Die Finsternis der Menschlichkeit sprüht aus diesem bodenlosen, rabenschwarzen Loch. Der Spalt ist gefüllt mit der Ansammlung des Fluchs. Das dunkle Siegel wird niemals heilen, doch gibt es eine Geschichte über eine Feuerhüterin, die aus dem Abgrund zurückkehrte und dem Träger des Fluchs großen Trost brachte. Das kann ich auch nicht irgendwie lernen oder sowas. Blaue Wächter. Ist das Wachhunde?
sorgen dafür, dass der Schlaf der Krieger ungestört bleibt, indem sie die Gestalt treuer Geister annehmen und alle angreifen, die in Farons Wälder eindringen. Das Herbeirufen erfolgt automatisch beim Anlegen. Wait. Blaue Pfad, blaue Wächter. Finstergeist. Okay, Finstergeist ist erstmal nix, aber wie lege ich das an? Ist das hierfür? Eid? Ist das ein Ring? Nee. Hier auch nicht. Ah, hier. Jetzt habe ich 7 Flakons. Ha, okay, gut. Ah, und Waffe aufrüsten. Jetzt doch noch mal gucken. Doch noch mal kurz schauen wegen den Perben. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, welche Waffen ich aufrüsten konnte und welche nicht. Ich habe natürlich jetzt keine Seelen mehr. Das ist ein bisschen doof. Aber doch noch mal schnell mit André sprechen. Verstärken. So, rein theoretisch. Oh ja, ich könnte nochmal aufleveln. 560 Seelen. Ja, die kriege ich doch zusammen. Die bekomme ich doch zusammen. Glaube ich jedenfalls. Wie viele kriege ich hier benutzen? Steht nicht dran, wie viel ich bekomme. Ich hoffe mal, dass es 560 sind. Naja, es reicht. Okay. Okay, jetzt bräuchte ich große Titanitscherben dafür. Alles gut. Okay, die Waffe nochmal verbessert. Sehr gut. Dann habe ich jetzt diese Wölfe. Angelegt. Mal gucken, ob das irgendwie was tut. Einfach noch mal ordentlich durchs Inventar schauen. Jetzt bin ich gespannt. Weil da steht ja was von, dass der Schlaf nicht gestört wird. Ja, so viel dazu. Da ist der Kollege. Seval, grüß dich. Hi. Den Namen habe ich auch schon mal im Chat gelesen. Ich habe Angst vor dem anderen. Ich habe Angst vor dem anderen. Hilfe, wo ist er? Ach, er kämpft gerade. Okay. Ah, der zweite war ein bisschen unnötig. Mist. Ah, da hat er sich nicht staggern lassen. So, wir haben hier wieder einen Kumpel. Ey, nee, nicht auf mich.
Wait, habe ich jetzt den Falschen gekillt? Ich habe den Falschen gekillt. Nein! Nein! Warum? Ah, okay, super. Jetzt wieder die zwei Legs. Schon wieder 5 Flakons verbraucht, ne? Oh weh, oh weh, oh weh. Hi. Ach, fuck. Er ist einfach so schnell, ne? Mit seinem Schwert. Fuck off. Nicht mal saufen darf ich. Okay. Nope. Das war falsch. Ich möchte gerne die Sprungattacke. Ach Mist. Aber hey! Der Sepp hatte nämlich was gesagt beim... in Lies of P. Und ich habe mir gedacht, ich probiere das hier jetzt aus. Einfach aus Lies of P adaptiert. Und ich glaube, es könnte funktionieren. Das ist nice. Ich muss nur besser durch die erste Phase kommen. Was denn? Ist doch okay. Das ist nur aus einem anderen Spiel und hier rein adaptiert. Das ist doch absolut in Ordnung. Ich wäre zwar nie sonst drauf gekommen, wenn du das nicht in Lies of P erwähnt hättest, hier mal ein bisschen anderes Gameplay zu probieren. Aber so scheint der doch ein Ticken leichter zu sein. Nee, ich wollte rennen, aber er wollte nicht rennen. Ich will rennen, ich will weg, ich will weg, ich will weg! Warte, du bist der Richtige. Dich will ich killen. Scheiße. No. Ach, Leute, Leute, Leute. Ja, das ist schon wieder verloren, weil ich viel zu viel Schaden kassiert habe. Und jetzt kommen hier wieder die Boys. Die anderen Boys sind am Start. Wer kämpft jetzt hier gegen wen? Kommen wir beide.
Okay, kein Flakon mehr. Egal, zweite Phase üben. Das passt. Let's go. Nope. Ich hab gedacht, ich wäre vielleicht weit genug weg und ich hab schon verloren. Na. Scheiße. Oh Mann. Eieieiei. Ja, was der Sepp gesagt hatte in Lies of P beim Puppenkönig König Romeo. Da ging es nämlich darum. Okay. Wir hören mal ganz kurz auf. Nope. Ey, lass mich halt einen Meter laufen. So, den will ich jetzt als nächstes killen. Jawohl, das war gut. So, und du müsstest ja jetzt deinen Boss angreifen. Sehr gut. Oh, was? Nee. Was? Nee. Wieso? Ach, fuck, ey, er hat einen... Ach, vergiss alles. Pinocchio läuft und beschleunigt sehr schnell. Ob das hier übertragbar ist, keine Ahnung. Naja, also vorhin hat es sich angefühlt, als würde es funktionieren in der zweiten Phase. Ich brauche halt die eine Attacke von ihm. Ich brauche die Sprungattacke, wo er... von oben mit dem Schwert den Boden sticht, dann, wenn Dietz dreimal kommt, dann ist er down. Aber wenn ich den Boss geschafft habe, Leute, dann könnt ihr ja raushauen, was es hier noch für Kniffe gibt. Habe ich jetzt eigentlich gesagt, was er gesagt hat? Ey. Um den Boss rumlaufen und die Attacke baiten. Das war der Hinweis bei Pinocchio. Genau, die Attacke, die brauche ich, wenn er dann in der zweiten Phase ist. Ah, fuck. Ich war zu spät. Ich habe zweimal gedrückt, aber aus irgendeinem Grund. Fucking hell. Ey. Ah, das hat mich so rausgebracht, dass ich ihn gerade vorher nicht getroffen habe. Die Pferde sind schon wieder hinter mir her.
Ey, come on. Nee, 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 nee. Zickzack, zickzack, ich bin eine Gazelle. Ey, kommt Leute, ach. Ah. Ich weiß gar nicht, warum ich so halbwegs ruhig noch bin. Gazellen sterben auch manchmal, allerdings, ja. Ich verstehe wirklich nicht, warum ich noch so ruhig bin. Bei anderen Bossen war ich gerade so früh in den Bosskämpfen dann schon auf 180. Wahrscheinlich hat es mich einfach mittlerweile, bin ich nach so viel Wut, Trauer, Enttäuschung von mir selber und Terror bei Bosskämpfen und ich bin einfach abgehärtet, genau, ja. Heiland, zack. Autsch. Hätte das jetzt nicht ein... Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ach, schade. Ich dachte, ich kriege ihn da vielleicht auch. Ich hatte gehofft, ich kriege ihn da vielleicht auch irgendwie in den kritischen Treffer, in das Backstabben. So, was ist jetzt mit dem seinem Kumpel, der jetzt kommt? Greift der mich jetzt auch an? Also, weil... Vorhin, das war super seltsam. Da habe ich den sehr früh gekillt. Habe ich hier eigentlich was Wichtiges liegen lassen? Nee. So, und jetzt, ihr beiden. Ah, wie? Moment, was passiert jetzt? Hä? Dich will ich. Ach, verdammt. Warum prügelt ihr euch jetzt? Ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum hier so viele sind. Okay, der will jetzt auf jeden Fall mich. Können wir... Oh, da steht der Nächste auf. So, welchen willst du? Wer kämpft jetzt hier gegen wen? Nee, 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 nee. Kannst du bitte hier mit rein in den Kampf? Das wäre geil. Okay, okay, gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Let's go. Okay.
Ich muss halt saufen eigentlich, zumindest einmal, damit ich ein bisschen was überleben kann hier. Ah, fuck. Einmal zu viel gesoffen. Ah, no, 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 no. Nein, lass mich saufen, bitte. Komm, mach was Spannendes. Mach was Cooles, was mir hilft. Na, fuck. Okay, kein Problem. Kein Problem. Wir rennen ein bisschen. Wir rennen ein bisschen. Nein, scheiße, dann brauche ich mehr Abstand von ihm. Ach ja, und das zwei und das dritte, ach. Ha. Huh. Ich habe auch nichts, was irgendwie, wo ich sagen könnte, okay, das würde Sinn machen, das zu benutzen, weil das löscht bestimmte Arten von Feinden an. Wirkt nicht bei allen Gegnern. Ja, das wird nicht bei denen wirken. Dass ich irgendwie, dass ich hätte nichts im Inventar, wo ich sagen könnte, hey, damit kann ich vielleicht sein Schwert löschen oder sowas? Dass ich es mir dahingehend ein bisschen einfacher machen kann? Ich habe gerade auch nicht einen Stagger hingekriegt oder Backstep, auch nicht. Fuck off. Ah, ich seh nix. Ah ja, der Kumpel. Der. Weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich will das tun. Also und für mich ist irgendwie auch das der richtige Weg aktuell. Ich hatte das ja beim... Ja, genau. Ich hatte das ja beim Lavastrom-Dämon in Dark Souls 1, da bin ich dann tatsächlich irgendwann weggegangen, weil ich gedacht habe, okay, irgendwie ist das nicht ganz. Ey. Ey, warum? Warum kann der dem ausweichen? Der war schon in meiner Animation. Jawohl! Ja, guckt sie euch an! Das ist ja geil gewesen gerade. Das war ja geil. Das war der absolute Shit. So, und jetzt kannst du bitte
nicht auf mich losgehen. Da wäre ich dir sehr dankbar. Ja, so ist das erstmal in Ordnung. Jetzt sehe ich nichts. Ich brauche halt den richtigen Moment hier für... Nein, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Lass die beiden da mal... Oh, da kommt der dritte. Oh, shit. Ja, hier steht irgendwo gerade einer auf. Nicht auf mich jetzt. Genau. Jawohl. Yes, okay. Erste Phase wird besser. Erste Phase wird besser und besser. Okay. Let's go. Scheiße, was der für eine Reichweite hat. Scheiße. Komm, mach irgendwas. Boah. Nee, nicht sowas. Nicht sowas. Fuck. Fuck. Nicht fünfmal. Nein, nicht Feuer und alles und... Ah. Gut. Ey, ich will eigentlich ein bisschen weiterkommen. Ich hatte jetzt echt nichts vor. Den ganzen Abend heute nur diesen Boss zu spielen. Das ist der vierte Boss. Und da gibt's bestimmt, keine Ahnung, 15? Ey! Ach, ihr seid doch... Hab ich mich erschrocken! Oh, Mann, ey! Ach, und dann diese Wirbelei, ey. Dämliche Rumwirbelei. Kleine, dreckige Ratte, du. Ja, ja, ist ja gut. Ach, er ist schon da. Ah, dass er auch eine Reichweite hat von 360 Grad, ist auch übel. Da darf man nicht hingehen. Ich brauche die zweite Phase. Ja, habe ich den Satz vorhin beendet? Das macht mich so fertig. Ich fange irgendwann irgendwas an zu reden und weiß nicht mehr, ob ich die Sätze fertig gesprochen habe, weil ich dann in dem Moment, in dem ich irgendwie den Gedanken anfange, in Richtung Bosskampf gehe und dann schaltet mein Kopf einfach ab. Oh Mann, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich vorhin angefangen habe, was ich jetzt beenden wollte. Oh. Steht er schon auf? Nee. Noch nicht. Echt?
dachte, der steht vielleicht schneller auf. Okay, also dem... Nein, jetzt ist er schon da. Verdammt, ich brauche doch den Moment. Und dann funktioniert das Anvisieren nicht. Man dreht sich um. Guckt eigentlich auf einen anderen. Ey. Wo ist der nächste? Weil den, der jetzt kommt, den muss ich killen. Da. Nein, okay, die stehen relativ zügig zusammen auf. Das ist okay. Und jetzt will ich mich auf jeden Fall einmischen. Nein, das war scheiße. Okay, er ist down. Oh. Tja, was mache ich mit dir? Das Feuer macht auch echt dick Schaden und vor allem, wenn ich nicht... Scheiße. Ah, das war dumm. Nein, und dann kommt der 360-Grad-Wirbler wieder. Boah, die zweite Phase, ne? Also am weitesten bin ich tatsächlich bisher gekommen mit dem Wegrennen. Wegrennen, bis ich das Fenster sehe, in dem ich ein bisschen Damage machen kann. Und dann wieder wegrennen. Ich fühle das Blocken nicht, ich fühle das Ausweichen bei ihm nicht, wegen diesen riesigen Feuerdingern, in denen ich dann wieder nichts mehr sehen kann. Die mir die Sicht versperren und... Nicht von hinten hauen, bitte. Ach, du Arschloch. Entschuldigung. Ach, und dann gleich noch einen hinterher. Ja, okay. Ja, ich glaube, was ich vorhin sagen wollte, was ich nicht beendet habe, ist, dass ich mich hier richtig fühle. Genau. Weil ich vom Lava-Dämon weggegangen bin, weil ich da irgendwie gemerkt habe, okay, das passt auch nicht vom Schaden her und alles, aber hier ist wieder so, ich mache genug Schaden, ich komme relativ gut in die zweite Phase rein, der Weg, die Wege, die ich gesehen habe, gefunden habe, was ich bisher gesehen habe, hat mich alles hierher geführt, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwo einen Umweg gegangen bin oder so, wo ich sagen würde, okay, muss ich vielleicht doch nochmal woanders hin. Ja, hab schon bemerkt, dass du da von hinten ankamst. Ich will den anderen, danke. Oh, nee, die Lags. Aber da laggt halt das ganze Spiel. Dreimal und dann nicht mehr.
Was ist hier los? Chaos! Okay. Ah, der 360-Grad-Schwinger wieder, der mich getroffen hat. Nee. Machen wir mal nicht. Okay, welcher von euch will jetzt welchem aufs Maul hauen eigentlich? Ihr beide wollt mir aufs Maul hauen und der hilft mir jetzt. Ah ja, und du bist der Richtige. Okay. Okay. Die zweite Phase fühle ich so gar nicht, aber wir rennen davon. Ich renne davon. Ich renne jetzt davon. Weit weg. So einen will ich haben. So eine Attacke brauche ich. Ah, fuck, das Feuer. Ah, und der Stecher. Der weite Stecher. Brauch Abstand. Nein. Ah. Nein, nein. Ey, aber ich habe mehr Schaden gemacht, als wenn ich ihn irgendwie versucht habe zu blocken oder so. Und es wäre wahrscheinlich so viel einfacher, wenn ihr mir helfen würdet, ne? Ich frage mich immer so ein bisschen, habt ihr wirklich Spaß dabei, mir hier zuzugucken, wie ich ein ums andere Mal hier drauf gehe? Ah, es ist super. Ich, keine Ahnung, ey. Ja, okay, dann ist ja gut. Oh Mann, ey, ach, der weite Stecher, der trifft mich hier ja auch. So, jetzt haben wir den Kollegen hier. Jetzt bin ich wieder zu spät. Ungeschickt. Ah! Oh, aua! Nee, okay. Oh, da das Timing zu finden, den direkt zu killen, ey. Aber der muss sofort sterben. Der muss sofort sterben. Das macht so viel einfacher. Die gesamte erste Phase hängt von diesem ersten Spawn ab. Für mich jedenfalls. Also für mich ist es so viel einfacher, wenn der erste Spawn gleich tot ist, der mich will. Haben die eigentlich Hufe? Ja, die haben Hufe, deswegen klingt das so okay. Oh, komm. Das hätte jetzt aber einer sein können. Okay. Okay, 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 okay. Ach nee.
Ich benutze mein Schild ja nicht mehr, ne? Ich benutze es nicht mehr. Stärke habe ich 20. Aber die macht nur... Das ist halt voll für den Arsch. Das Ding macht ja kaum Damage. Ist das überhaupt ein Zweihänder? Nee, das ist ein Einhänder. Was ist ein Zweihänder? Du bist ein Großkrummschwert. 148. Zweimal 123. Weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass sich das lohnt. Da müsste ich erst leveln. Da müsste ich irgendwas leveln. Der hat einen Stärkebonus A. Lukas, hey ho, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle am Start seid, freut mich. Gut, ich bleib bei der Axt, aber führe sie jetzt zweihändig. Ich weiß nicht, was ich hier sonst... Die bringen mir ja keine Boni auf irgendwas. Gumulu. Probier's jetzt zweihändig, die ganze Nummer. So. Ja, für alle, die hier vielleicht so neu reingestrahlt sind, ich habe letztes Jahr im Dezember damit angefangen, Dark Souls durchzuspielen, ohne Hilfen. Und mir ist es wichtig, da auch das ohne Hilfe zu schaffen, so ein... So, jetzt kommt der nämlich. Mist, das war schlecht. So. Ohne Hilfen und deswegen auch kein Backseat Gaming, bitte, weil ich das alles ohne Hilfe schaffen will. Und da ist jeder Tipp, der da kommt, gut gemeint, aber nicht so gut für meine Challenge hier. Vor allem, weil... Oh Gott, was ist hier los? Ich weiß nicht mehr, welcher ist und welcher wen irgendwie. Ihr seid alle... Okay, bekämpft euch einfach alle gegenseitig. Bist du der Dicke? Nee. Willst du mich? Wieso willst du mich? Geh doch mal... Das Gameplay schreit, helft mir. Jetzt habe ich einen Chat gelesen. Oh, Sepp. Dankeschön. Dankeschön. Ist es so schlimm? Och Mann, ey. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt, wenn dieser Boss liegt. Weil nach einem Boss könnt ihr ja euren Kommentar irgendwie dann doch mal ablassen. Was da geholfen hätte oder so. Außer es ist natürlich etwas, das bei späteren Bossen auch noch ein Thema ist. Dann schwierig. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann mir nichts vorstellen. Ich weiß es nicht. Weil es hieß ja schon irgendwie, so ein halbes Backseat Gaming kam ja schon irgendwie, von wegen, es gibt keinen Trick bei dem Boss. Irgendwie meine Idee, dass die Phantome nicht aufstehen oder seine Doppelgänger nicht aufstehen, ist irgendwie gleich verworfen geworden, gefühlt für mich, von euch so. Das Gameplay schreit, helft mir. Voll mies, Alter. Nein, nein! Nicht sterben jetzt, doch! Ja, ja, alles gut. Sonst würde ich nicht lachen. Aber hey, das könnte auch jemand falsch verstehen. Ah. Yay.
Hey, Lukas, danke für den Follow. Ein paar Videos gesehen, geil. Dankeschön. Sehr spannend, dir zuzuschauen. Hey, das ist so krass, ne? Ich finde das sau geil. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Oh, was war das? Jetzt müsste er aufstehen. Ah, fuck. Ja, das habe ich selber ein bisschen verkackt. Ja, das war jetzt. Wirkst sehr sympathisch. Okay, cool, danke. Danke, danke. Freut mich. Das freut mich. Ein paar Videos finde ich aber auch eine spannende Aussage, weil guckt man sich da nicht alles an? Also klar, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man sich nicht 8 Folgen, also 8 Stunden lang den Rauchritter reinzieht. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber so den Fortschritt oder dann halt nur Bosse, ja, weil man einiges schon kennt und das dann doch irgendwie langweilig ist, ja, okay. Macht schon Sinn. So, warte mal, ich habe hier einen Kumpel, um der sich gekümmert werden muss. Ey, dass der nicht kein Stagger zustande kam, das war gemein jetzt gerade, das war gemein. Ich muss mal ganz kurz weg, Jungs. Könnt ihr kurz warten? Ja, okay, alles klar. Sehr gut, wichtig, wichtiger Kill. Habe ich jetzt den richtigen? Ja. Oh, oh, hinter mir steht einer auf. Das wird jetzt wild, wobei der andere jetzt auch gleich aufstehen müsste, ne? Die waren ja relativ zeitnah aneinander. Scheiße. Ganz schlecht, ganz schlecht. Na, oh Gott, jetzt kommt hier gleich der andere. Ja, weil irgendwie aus irgendeinem Grund. Nee, ich bin tot. Ach, scheiße. Gar nicht mitgekriegt. Aus irgendeinem Grund ist der, der gegen mich kämpft, war bisher immer besser als der, der gegen den Boss kämpft. Dieses Chaos. Ich fand's am Anfang echt spaßig und irgendwie cool, diesen Boss. Ich fand's wirklich spaßig und cool. Mittlerweile. Kratzt es an meiner Geduld. Es kratzt ganz, ganz stark an meiner Geduld. Nee, du prügelst mich jetzt nicht. Ich hab so ein Brodeln in mir, das langsam, glaube ich, raus will. Es fängt an. Es fängt an, dass ich genervt bin. Jetzt kriege ich wieder die Lags. 2 Lags und dann 2,5 Lags und dann ist vorbei. So. Und jetzt habe ich wieder eine halbe Stunde Ruhe, dann habe ich wieder 2,5 Lags. Verstehe ich nicht. Ich habe heute schon umgestellt, dass das Spiel ausschließlich
Das hätte jetzt aber auch ein Stagger sein können. Kumpel, steh auf! Da kommt er. Jetzt haben wir wieder das Problem. Ja, das ist jetzt wieder scheiße. Jetzt habe ich wieder dieses Problem. Aua. Okay. Ich habe halt schon wieder 5 Flakons versoffen. 5 Flakons versoffen. Stehen hier eigentlich noch mehr auf? Mir kommt gerade was. Ist es sinnvoll, sich die killen zu lassen? Sind die weg? Nee, nee, nicht beide gegen mich jetzt. Das ist unfair. Ist es vielleicht sinnvoll, in der ersten Phase sich die alle killen zu lassen? Ich weiß jetzt nicht, ob du der Richtige bist, deswegen kill ich dich. Ja, du kriegst nämlich keinen Schaden von deinem Boss. Diese Frage stelle ich mir gerade. Ob das sinnvoll ist. Ob der dann weniger Power hat in der zweiten Phase, wenn ich... Aua. Nein. Jetzt sind ja einige draufgegangen. Passiert, kann ich hier irgendwie in dem... Kann ich hier erkennen, ob das was ausmachen würde? Nee, ne? Nee, das ist... Es kommt von überall, aus allen Leichen. So viele kann ich gar nicht killen. Scheiße, ist auch kein Plan. So ein Mist, ey. Gut. GG. Ah. Twitch, bleibt ruhig dran. Aber ich glaube, viele von euch wissen bereits Bescheid, was jetzt kommt. Nämlich ein großes Dankeschön fürs Einschalten auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.